oft. Diogo auf Bosejour. Die Sache war gelaufen. 3:1 für Genf. Das Spiel war schon jetzt gewonnen. Die Spieler geraten in Freudentaumel. Doch dann geschieht etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Diogo rennt zum Fanblock, um sich feiern zu lassen, steigt triumphierend auf den Sicherheitszaun. Beim Herabsteigen bleibt er mit seinem Ehering am Gitter hängen. Erst ist er ruhig, doch Sekunden später wird ihm klar, was geschehen ist. Der Ringfinger vom Genfer Mittelfeldstürmer ist abgerissen. Paulo Diogo wird noch auf dem Spielfeld notdürftig versorgt und soll dann ins Krankenhaus gebracht werden. Doch noch bevor er das Spielfeld verlässt, bekommt er die gelbe Karte vom Schiedsrichter wegen unerlaubten Jubels. Der Finger von Paulo Diogo musste wenig später amputiert werden. Die Ärzte haben eine Infektion befürchtet. Der Fußballer möchte derzeit mit niemandem reden. Und der Schiedsrichter ist doch wirklich die Megapfeife. Dafür gab es dann auch noch Gelb. Die Kollegen von Galileo führen sie in einer halben Stunde in die schwere